Servus, grüßt euch und hallo. Weiter geht's hier beim Kramer-Fan. Ich habe in der letzten Folge geguckt, was mit diesem neuen Feld angestellt werden muss. Und da habe ich gesehen, dass da auf jeden Fall dringend Kalk drauf muss. Hier vorne habe ich noch so ein Rest hier Kalk stehen. Ich gucke, wie viel das ist. Ich denke, es ist nicht mehr die Welt. Genau, 167 Liter. Das rentiert sich überhaupt gerade gar nicht. Aber ich habe hier eine sehr große Wurfweite hier mit dem Redalstreuer. Jetzt haue ich die 167 Liter raus, das war es nämlich schon. Und fahre mal geschwind zum Händler und holen wir mal Nachschub an Kalk. So, da hinten kommt keiner. Das letzte Mal kam hier eine Ente angeschossen. Okay. Dann kommt ein rotes Auto. So, voller Tatendrang geht es hier weiter. Ich habe die letzte zwei Folge schon komplett ein bisschen überzogen. Ich mache immer normal nur eine Viertelstunde, einmal 16, einmal 17 Minuten. Macht ja nichts. Aber das seht ihr mal, wenn man voll in der Sache dabei ist und Spaß hier an dem Spiel hat, vergisst man dann doch schon mal ein bisschen die Zeit. So, Kalk brauche ich. Kalk. Gibt es glaube ich auch in diesen Big Packs hier. Die sind ein bisschen billiger wie die anderen. Da kostet Kalk Big Pack 350 und hier in der Palette kostet 450. Na, geh auf. So, und da sind drin 2000 Liter, also brauche ich gerade mal zwei Stück. Das sind 700 Euro. Das ist ein Schnapper. Aber wir wissen alle, Kalk verbraucht sich natürlich viel, viel schneller wie so ein Düngekram. So, Eulade. Die Glastanke, ja, wäre auch mal eine Idee. Der MF hatte ich ja, glaube ich, das letzte Mal irgendwann schon mal getankt, wenn ich mich nicht irre. Reparieren wäre natürlich auch immer so ein Sach. Eine eigene Werkstatt auf dem Hof, wenn er durch Armut sagt. Ich glaube, da ist nämlich die Reparatur noch mal ein bisschen billiger. Wie hier beim Händler in der Werkstatt. Das tanke ich nochmal voll. Wenn ich gerade schon mal hier bin, denke dran. Oh, 300 Euro. 390 Euro, knapp 400. Hier ein bisschen Sprit. Denke mal, im Moment. Ich nehme das Video hier zu der Zeit auf, wo der Ukraine-Krieg noch voll am Tobe ist. Wenn das Video rauskommt, ist es, glaube ich, zwei Wochen später, weil ich jetzt zunächst noch Urlaub fahre. Deswegen produziere ich vor. Ich hoffe, dass der Krieg, wenn das Video rauskommt, schon beendet ist. Aber im Moment tobt er noch. Sehr schlecht für uns alle. Aber natürlich hauptsächlich für die Ukrainerinnen und Ukrainer, wenn das so richtig ausgesprochen ist. Für die ist es natürlich ganz miserabel. Aber die ganze Weltwirtschaft leidet darunter. Das ist schon hart, finde ich, wenn so ein Aggressor auf der Welt meint, der müsste Cowboy und Indianer spielen. Und dann mit dem Krieg um die Ecke komme. Und das Ganze Mitte in Europa im Jahr 2022, finde ich schon hart. Und da sieht man aber wieder mal, wie die Welt miteinander verknüpft ist, so eng, dass alles voneinander, von dem anderen abhängig ist. Das finde ich ein bisschen traurig bei der ganzen Geschichte. Dass wir da komplett von dem Bus abhängig sind. Oder was heißt abhängig? Gas, öltechnisch abhängig sind. Das finde ich absolut schade. So, jetzt sieht man in der Mitte bleibt noch so ein kleiner Streifen. Das wäre hier doch Blödsinn, gleich mit voller Wurfbreite drüber zu fahren. Oh, ich habe gar nicht die volle Wurfbreite eingestellt. Was ist denn hier los? Ach hey, steht auf 30 Meter, okay. Ich denke mal, ich kann das noch. Hab mich Eva schon gewundert, weil er so wenig war. Ich denke mal, ich kann das jetzt noch mal eins kleiner stellen auf 21 Meter. Das sollte reichen hier für den Streifen. Ja, da oben bleibt der Ecke stehen. Gut. Oben rechts habe ich auch gesehen, bleibt noch ein Eckchen stehen. Wie ihr wisst, das gibt es bei mir nicht. Bei mir wird jeder Zentimeter gekalkt.
ob es Sinn macht oder nicht. Ich will das so haben. Da sieht man auch noch die Streife, die ich vergessen habe, oder was heißt vergessen habe, die ich nicht sauber geerntet habe. So, da war ein kleines Eck, aber ich glaube, da steht auch noch Sonnenblume drauf. Und hier unten ist noch ein kleines Eck. So, haben wir das erledigt. 418 Liter sind übrig, also haben wir gute 3600 Liter hier verballert. Plus den kleinen Rest von vorhin, 3738. Ja, ist okay. So, jetzt schnappe ich mir das Kalkpalettchen. Dann lassen wir hier wieder an das. Die Handy-Ladestation. Nee, Handy-Netz-Verbesserungsstation. So, zack, da steht er wieder. Jetzt wird es ja eigentlich Sinn machen, da gerade schon mal eine Runde Dünger drüber zu schmeißen. Und dann das Feld am besten zu grubbern. Geht. So, jetzt. Nebenbei stelle ich mir das wieder mal auf volle Breite, auf 42 Meter. Das habe ich nämlich irgendwie besendet. Dass das so wenig eingestellt war, aber es kam wahrscheinlich noch von irgendwelchen Düngemissionen, wo auch noch so eine dünnere Streife zum Schluss übrig geblieben ist, wo ich es dann kleiner gestellt habe. So, jetzt probieren wir das Ganze noch mal. Jo, da sind wir dabei. Das sieht ja schon gleich mal viel besser aus hier. So, dann haue ich mal hier Dünger drauf. Und als nächstes werde ich den ganzen Spaß hier mal untergrubbern. Dann kann das Feld sich im Winter mal schön erholen. Mal durchatmen. Und dann sehen wir uns am Februar wieder, liebes Feld. Da hast du nämlich angesät mit Baumwolle. Da fehlt schon wieder ein kleines Eck. Ich ja gleich mal nach meinem Mähdrescher gucke, wie es mit dem steht. Habe ich jetzt gar nicht aufgepasst, ob der irgendwie abgetankt werden muss oder nicht. Aber ich glaube, der fährt noch dahin rum. So, weg damit. Dran. Ich glaube, den Spaß. So, gucken wir das mal hier. Stopp. Ah, der steht, okay. Ich habe gedacht, der fährt noch ein bisschen. Also, da kommt doch vom Mais auf jeden Fall schon noch ein bisschen mehr runter, wie von den Sonnenblumen. Aber auch der Mais wird wahrscheinlich verkauft. Weil was soll ich mit dem? Junge, das ist mein Feld. Ich kann doch nicht ins Gemüse reinfahren, in den Bestand. Da fahre ich mir doch den Kram kaputt. Eieieiei. Was bist du dann für ein Helfer? Aber immer die Randale im Bestand, das ist wichtig. Sehe ich gegen die Sonne. Aber dann machen wir das gerade schnell selbst. Kein Problem. Abtanke, eins meiner leichtesten Übungen. Weil ich in der Außenansicht bin. Innenansicht wird es schwer, weil ich das Rohr nicht sehe.
eine Chance hier irgendwie durchgucken zu können. Im Spiegel sehe ich auch nichts, wo das Rohr ist. Also bleibt nur die Außenansicht. Dass ich nebenher Abteile fahren kann. Ich hoffe, dass ich das nächste Mal besser hinkriege. So, dann machen wir den Spaß natürlich aus. Hier machen wir wieder an. Ober ist schon ohne. Los geht das. Ja, ihr fragt euch bestimmt. Da rechts sind noch GPS-Zeichen. Er fährt mit Innenansicht. Warum nutzt er jetzt das GPS nicht? GPS ist nicht mein Freund. Deswegen mache ich das hier von Hand. Wer meine Folge mit GPS gesehen hat, weiß das. Und ich habe keine Lust, mich schon wieder zu blamieren. Ich jetzt hier mit GPS mich schon wieder auseinandersetze. Vielleicht lerne ich das irgendwann auch mal. So, kleiner Kontrollblick. Jo, es ist gedüngt. Es ist dann jetzt gleich gegrubbert, aber das ist dann in dem Fall dieser Stoppelsturz hier, ist klar. Weil wir ja sonst nichts gemacht haben, aber das ist dann auf jeden Fall ansehbereit. Das ist das Wichtigste bei der ganzen Nummer hier, dass ich im Februar meine Baumwolle da drauf ansehen kann. Da ich ziemlich gut vorwärts komme, stelle ich die Zeit schon mal wieder mal auf 2. Ich hatte es extra auf 1 gestellt, nicht dass es hier dunkel wird bei meinen Videos, nicht dass ihr da nichts seht. Das muss ja auch nicht sein, aber ich stelle sie jetzt mal auf 2, weil ich komme ja gut voran. Und ich werde dann sowieso, sobald es dunkel wird, wahrscheinlich eh vorspulen auf den Dezember. Ein Heiserl zum Schlafen habe ich noch nicht. Also bleibt nur die Option vorzuspulen. Aber das habe ich ja bis jetzt immer gemacht. Und das Ganze offline. Wenn ich hier fertig bin mit meiner Feldbearbeitung, dann sehen wir uns im Dezember wieder. Was ich dann da anstelle, das muss ich mir auch noch mal überlegen. Aber bis dahin ist noch Arbeit. Mit Grubbern, Maisernte. Wahrscheinlich noch mal Kalge und. Vielleicht muss auch dahinter das Feld geackert werden. Jo. Dazu habe ich ja diesen große, breite Tiefenlockerer. Dann werden wahrscheinlich dann wieder Steine rauskommen, die ich aufsammeln muss. Also Arbeit ist hier auf jeden Fall genug. Daran mangelt es nicht. Wollte ja auch noch mal, bevor ich hier angefangen habe, eigentlich Missionen spiele, um ein bisschen Geld zu verdienen. Es fällt 22. Das ist doch hier oben, gell? Das ist ein ganz schön große Lappe. Fällt 21. Fällt 10. So, fällt
42, das ist nicht so groß. Ich leih mir jetzt immer Feld 42. Moment, wo ist das? Das ist doch hier bei mir im Hof, he? Genau. Da habe ich den Kamerad im Blick. Den leih ich mir jetzt immer gerade schnell aus. Ui. Ist der schon wieder abtankens breit? Oben ist. So, haben wir ein Deutz TTV. Der kann aber helfen. Ein bisschen ackern. Sound, finde ich. Schönes Schlepperchen hier innen drin, sieht gut aus. Ist der Flug ein bisschen schwer, weil der kommt ganz schön ins Schwimmen. So, einmal quer über der Acker. Nach dem Feld fahre ich mir lieber nicht drüber, das gehört mir nicht. Lassen wir dein Rohr raus, lieber niedriger Fahrer. Voll, sieht gut aus. Wie das so ist, es war wieder mal sehr laut und die Abmoderation hätte genau wieder da reingepasst, wo ich neben dem Mähdrescher stand, hätte eh wieder keiner gehört. Also mache ich es lieber jetzt. Und zwar, wenn ich hier den MF abgestellt habe und ausgemacht habe. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt mal gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.